Moin, Mario hier. Willkommen hier wieder beim Zusammenbau des DeLorean und zwar mit Ausgabe 7. Dann packen wir mal die Ausgabe aus. Und was kommt zum Vorschein? Wieder einmal ein Heftchen mit der richtigen Bauanleitung. Ich habe nämlich mal reingeguckt, weil hier die 7 ist hier rüber geklebt über die, hier unter ist eine 6. Warum auch immer, aber es ist die Ausgabe 7. Hier ist es sogar die 007. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und dann gucken wir mal rein, was heute geliefert werden soll. Und dann machen wir gleich mal Kontrolle, ob auch alles da ist. Und zwar einmal ein Bauteil Anlenkung. Das ist ja Quatsch, wenn ich das hier drinnen lasse. Ich denke mal, das wird auch alles verbaut. Dann holen wir das auch mal schnell hier raus. Schön jedes Bauteil für sich einzeln verpackt. So, also das erste Bauteil ist dieses hier, das nennt sich Anlenkung. Dann haben wir hier die Zugstange. Dann haben wir hier eine Frontplatte. So, ich habe gesehen in der DeLorean Facebook-Gruppe, dass welche sich darüber beschwert haben, dass das Teil nicht gerade ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das kippelt bei mir auch. Aber das kann man ein bisschen hinbiegen. Nun kippelt es fast nicht mehr. Und da hier ja ein Haufen Löcher drin sind, die denke ich irgendwo verschraubt werden, sollte das kein Problem sein, das Teil nachher zusammenzubauen. Dann haben wir zweimal Faltenbalk, schimpft sich das, aus Gummi. Die anderen Teile waren übrigens hier alle aus Metall. Dann haben wir FM-Schrauben, zweimal. Und siehe da, wir haben wieder eine über, das sind 3. Und dann haben wir die Lenkstange. Das sah erst ein bisschen krumm aus, nee, ist aber in Ordnung. Ja, und nun gucken wir mal hier zur Bauanleitung. Wir werden auch diese Teile hier verbauen. Und ja, das werde ich dann gleich mal tun. So, als erstes benötigen wir hier die... Jetzt muss ich noch mal reingucken. Ja, hier steht Lenkstange. Und hier in der Schritt-für-Schritt-Anleitung steht dann die Zahnstange. Gut. Ich bin ja auch kein Autoschrauber, sondern nur ein Modellzusammenschrauber. So, auf jeden Fall kommt dann dieses Bauteil. Soll dann hier ran. Mit einer Schraube befestige Bauteil 7a mit einer FM-Schraube. Hier, die holen wir hier dann raus. Wir brauchen doch nur 2. Befestige, ne, das Teil mit dem Teil wie gezeigt. Und da es ja sein kann, dass hier noch Farbe im Gewinde ist, immer leicht
vor und dann wieder zurück. Also so habe ich mir das jetzt angewöhnt, das zu machen. Und dann geht das doch relativ leicht zusammenzuschrauben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das ganz fest werden soll. Ich vermute mal nicht. Auf jeden Fall, na, vielleicht noch einen kleinen Tick, kann man das hier noch schön bewegen. So, zweiter Bauabschnitt, kommt das zweite Bauteil. Und das nach oben gebogene, so wie das aussieht, also das, ne, wenn das so hochkommt, so soll das dann hier ran. Auch hier wieder ein bisschen vor, wieder zurück. Also das ist jetzt ein bisschen fest. So soll es, glaube ich, nicht sein. Weil in der Bauanleitung ist das auch zu sehen, dass das, ich sage jetzt mal, ne, das, so sind die Teile so zu sehen. Jetzt kommen wir zu den Gummis, zu den Faltenbälgen. Und die werden jetzt hier einfach nur raufgesteckt und bis hier hinten ran so rüber und dann ist das dran. Auf der anderen Seite genauso. So, und dann steht hier schon, so sollte das fertig montierte Bauteil nun aussehen. Ja, da war nicht viel bei heute. Oder geht es noch weiter? Nein. Also mit diesem Bauteil machen wir heute nichts, außer dass ich das vorhin ein bisschen gerade gebogen habe. Und das ist dann die fertige, ich nenne das jetzt Zahnstange. So steht das hier drin. Und so nenne ich das denn jetzt auch. Gut. Ja, wie hier zu sehen ist, ne? Bauanleitung und schon, zack, Bauanleitung vorbei. Geht schon mit anderen Sachen weiter. Jetzt könnte man ja noch gucken. Was kommt beim nächsten Mal? Stabilisator und Bodenplatte kommt dann in der Ausgabe 8. Gut. Dann kommen die Sachen auch alle hierher. Die kleine Schraube kommt nachher hier rein in den Karton. Ja, haben wir sozusagen quasi schon wieder eine Ausgabe geschafft. Ich hoffe, euch hat diese kleine Ausgabe gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und keep more weather in.